Guten Tag, mein Name ist Paul Brünster und heute werde ich über mein Matura-Projekt berichten, an dem ich in den letzten Monaten mit dem Kollegen Aaron Wilhelm gearbeitet habe. Es handelt sich dabei um eine Zimmerverwaltungssoftware. Die Tante des Kollegen hat ein kleines Hotel. Sie muss alle Personen, die bei ihr nächtigen, der Staatspolizei melden. Dies geschieht über eine Eingabe in eine Webseite. Um das Prozedere zu beschleunigen und zu vereinfachen, haben Arndt und ich beschlossen, den Vorgang zu automatisieren. Da sich bei der Planung der Software gleich mehrere Probleme auftaten, überlegten wir uns eine All-in-One-Solution. Wir wollten also die Schwierigkeiten mit einem Service lösen. Um das Prinzip Keep It Simple einzuhalten, sollte der Service nur von einer Website aus nutzbar sein. Die Daten sollten allesamt in derselben Datenbank gespeichert werden. Ein weiteres Anliegen ist es uns, den Code für die entwickelte Softwarelösung Open Source zu machen, den Quellcode also allen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich ist die Anwendung plattformunabhängig, das heißt, sie läuft auf allen größeren Betriebssystemen wie Linux oder Windows. Durch die Umsetzung der Softwarelösung als webbasierte App soll deren Zugriff im gesamten Netzwerk und sogar von überall auf der Welt möglich sein. Zu guter Letzt sollte die App natürlich noch ziemlich modern ausschauen. Die Anforderungen, auf die wir uns geeinigt haben, will ich im Folgenden zeigen. Das Login, um eine Sicherheit der Anwendung und den Zugriffsschutz zu gewährleisten. Man soll Buchungen erstellen, bearbeiten und löschen können. Das ist eines unserer Hauptfeature. Reservierungen erstellen, bearbeiten und löschen können. Reservierungen sind den Buchungen sehr ähnlich, es müssen aber weit weniger Daten für den Gast eingegeben werden. Dateierstellung der Datensätze der Gäste. Diese Datei, die aus den eingetragenen Informationen generiert wird, ist genau jene, die auf der Webseite der Staatspolizei hochgeladen werden kann. Zusätzlich wollen wir noch einen Kalender implementieren, der alle Buchungen visuell darstellt, um leicht feststellen zu können, welche Zimmer gerade besetzt sind und welche nicht. Schlussendlich soll die Webseite responsiv programmiert werden, das heißt, sie soll auf jedem Endgerät, PC, Tablets oder Smartphone korrekt dargestellt werden. Die Technologien, die wir benutzt haben, sind Angular mit dem Material Design, ein sehr modernes JavaScript-Framework, welches sehr modern, bekannt und sauber ist. Material Design wird auch von Google benutzt, zum Beispiel bei WhatsApp. Im Backend haben wir uns für Python entschieden. Wir benutzen ein Python-Framework, Flask genannt. Es ist einfach und schnell zu programmieren, kann aber trotzdem sehr viel. Für das Datenbankdesign fiel unsere Wahl auf MySQL. Jetzt werde ich noch eine Live-Demo machen mit den ganzen Features, die wir bis jetzt implementiert haben. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Dashboard der App. Wie wir sehen, sind schon mehrere Buchungen angelegt, die wir einfach zum Testen benutzt haben. Wir können eine neue Buchung anlegen und hier zurück zum Dashboard gehen. Hier wird einmal das Ankunftsdatum und wie lange die Familie oder Person bleiben will angegeben. Dann die Zimmer, zum Beispiel in Zimmer 13 und 14. Hier werden jetzt einige Personen eingegeben. Hier haben wir die erste Person eingegeben. Wir können sie hinzufügen. Falls wir einen Fehler gemacht haben, können wir sie einfach editieren, etwas anderes schreiben und sie dann wieder speichern. Und es wird hier live geupdatet. Jetzt können wir eine weitere Person hinzufügen. Und diese dann wieder hinzufügen. Hier können wir beide Personen anschauen und sie editieren. Hier zu beachten, diese Person hat einen Ausweis. Diese Person hat keinen Ausweis. Man kann
aber auch zwei Personen mit Ausweis an eingeben. Aber also eine Person muss einen Ausweis haben. Hier bekommen wir noch einmal eine Vorschau aller Daten, die eingegeben wurden und können das dann bestätigen. Wenn wir zurückgehen, sehen wir, hier ist die neue Buchung. Wir können sie auch wieder bearbeiten, etwas löschen oder die Personen editieren. Und ja, hier kann man die Datei herunterladen, die dann generiert wird vom Server. Und eine Reservierung ist mehr oder weniger das gleiche wie eine Buchung, nur etwas einfacher.